Hallo, ich grüße euch. Heute möchte ich euch ein Video zeigen, mit dem ihr euch angeregt fühlen sollt, euch wieder in Harmonie zu begeben. Dieser Rhythmus, den ihr da hört, ist der Sha-Amba. Und ich habe schon einige Übungsvideos dazu gemacht, wie ihr den spielt. Diese verlinke ich wieder unten in der Beschreibung. Es ist so wichtig, immer wieder in Harmonie zu kommen, immer wieder in Harmonie zurückzukehren. Und das kannst du tun, wie das die meisten Menschen erleben, auch ja, in der Natur. Ja, folge den Rhythmen der Natur, dem Wind, der Erde, dem Wasser und dem Feuer. Dem Feuer in den Funkeln der Sterne und dem Wind. Dem Wasser, dem Plätschern eines Baches oder dem Ocean, dem Ozean. Oder der Erde, den Gnomen. Ja. Verbinde dich mit den Naturwesen, mit den Sylphen, Luft. Oder mit den Undinen, Wasser, Feuer, die Salamander und Erde, die Gnome. Und dann folge deinen eigenen Rhythmen. Finde deinen eigenen Rhythmus. Finde zurück zu deiner Harmonie. Vielleicht eine neue Harmonie. Weißt du, es ist natürlich, dass wir diesen Tanz haben zwischen Harmonie und Disharmonie und Harmonie und Disharmonie. Es ist Teil unseres Menschseins. Und gerade jetzt, bei all diesem Chaos in der Welt und in uns selbst, ja, unsere Gehirnchemie verändert sich. All die Veränderungen, das führt zu Disharmonie. All der Stress. Und es ist besonders wichtig,